Anfang der Skisaison spielen die Schneekanonen im Skizirkus eine extrem wichtige Rolle. Der Skibetrieb ist sehr modern und auf viel Komfort für unsere Gäste ausgelegt. Das heißt, mit dem Schnee, den die Schneekanonen produzieren, werden am Winteranfang richtige Pisten gebaut. Diese Pisten gleichen Unebenheiten vom Untergrund aus und sie bilden eine kompakte Unterlage, die den ganzen Winter lang halten soll. Und der ideale Pistenbau schaut dann so aus. Es ist eine Mischung aus feinem Naturschnee und Schnee aus den Schneekanonen. Die Experten sagen dazu auch Maschinenschnee. Und wenn wir uns die zwei Arten mal genauer anschauen, dann sieht man da deutlichen Unterschied in der Form. Und zwar hat der Schnee aus den Schneekanonen sehr runde Formen. Das sind richtige Eiskörner. Und das ist ganz entscheidend. Je runder nämlich dieser Schnee ist, desto enger liegt er zusammen. Wenn die Pistenrampe mit ihrem ganzen Gewicht da einmal drüber walzt, dann ergibt es eine sehr robuste, kompakte Piste. Und das braucht es auch, denn da bei uns in den Alpen, da weht oft der Föhn. Das ist ein sehr warmer Wind. Der hat oft mal bis zu plus 15 Grad. Und je kompakter die Piste ist, je enger diese Körner zusammenliegen, desto weniger Wärme kommt da hinein. Also da schmilzt nichts weg. Schaut man sich die Naturschnee jetzt genau an, dann sind das richtige Schneekristalle mit ihren Verästelungen wunderschön anzuschauen. Und wenn wir im Tiefschnee fahren, ist das ein Traum. Dazwischen liegt nämlich jede Menge Luft zwischen den Verästelungen und somit ist es ein Gefühl von dahingleiten im Tiefschnee. Aber wenn die Pistenrampe drüber wollt, dann ist das Ganze nur mal so klein, also richtig platt und das hat ein wenig Substanz. Außerdem muss man erwähnen, dass die Lifte heutzutage sehr modern sind. Die schaffen da am Tag viele tausende Skifahrer den Berg hinauf und alle Gäste wollen beim Hinunterfahren wieder die gleich guten Bedingungen haben. Und nur diese Anforderungen schafft eben eine Piste eben aus Maschinenschnee. Also die perfekte Piste im Skizirkus besteht eben aus Maschinenschnee und ein paar Zentimeter Naturschnee. So ist Skifahren richtig lässig. Die Schneekanonen lassen sich mittlerweile auch über das Handy steuern. Da sieht man ganz genau, wie viele gerade in Betrieb sind. Und man bekommt auch die Wetterdaten auf das Handy, die sind ganz entscheidend. Bei Temperaturen um die minus 10 Grad und trockener Luft, da arbeiten die Schneekanonen sehr effizient. Es kommt der meiste Schnee heraus.